So, da sind wir auch schon wieder hier bei Let's Play Alien Isolation. Starte den Timer, so ist gut. So, ja, fortsetzen, onkratzen. Aha. So, und das Alien, das ist ja gerade aktiv. Ich mag mich mal trotzdem raus. Ah, schade, kein Wurscht mache ich. Ich wollte was versuchen. Da hinten war's. Ich kann jetzt nicht einordnen, ob es gerade in den Schächten ist. Nein, ist es nicht. Und ich glaube, es hat uns entdeckt. Fies, aber auch kontinuierlich am Nerven. Müssen wir eigentlich lang? Da. Ich gehe trotzdem mal hier rein. Okay. Was haben wir hier? Duschen.
Jetzt haben wir hier Medikits. Aber ist leer. Jetzt haben wir Ladungspack. Yeah. Ich hasse es, wenn hier alles ausgeleuchtet wird. Können wir uns eigentlich jetzt... wieder rein. Oh Gott, jetzt kann ich rauskommen. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind wir etwa keine Freunde mehr? Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. Einer von Ihnen hat mir mitgeteilt, dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Aha. Was ich hier eine Befürchtung habe, wenn Sie den ersten Parasiten gefunden, also... wenn sie wirklich die Origin gefunden haben. Das würde nämlich erklären, warum Weiyu eine Kolonie da gebaut hat. Okay, hier ist dicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Achso, bin falsch gegangen. Obwohl, richtig, wir brauchen ja die Karte anscheinend. Ist das jetzt richtig? Ja, ungefähr. So, Keycard. Ach, das geht ja schon fröhlich weiter. Hier ist alles im Eimer, Samirt. Der leuchtet. Durch. Nein, das ist nicht mein Ziel. Wir müssen hier rein. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Ruppi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Okay.
einmal kurz fürs Thumbnail stehen geblieben. Ja, das war wohl der Auslöser hier. Wird sich von hier aus wohl in die Lüftungsschächte geschlagen haben. Besatzung an der Sidora. Alter, ich höre. Ich wusste es, wir kommen. Nein! Lass mich doch, lass mich da! Scheiße! Es bleiben die Säcke auch da einfach stehen, ihr doofen Penner! Jetzt dürfen wir das nochmal machen hier. Karte haben wir schon. Geräuschmacher haben wir auch. San Cristobal Krankenstation empfiehlt Sixo Krankenversicherung. Fürsorge fernab. Ah, Gott. Hier ist alles im Eimer, Samuel. Okay, gucken wir erstmal hier. Okay. Well, how about now? Sieht man auch. Da ist das viel lang. Das hat sich wahrscheinlich durch die Lüftungsschächte dann verpisst. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Okay, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixten Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt hier besser durchkommen. Ich habe auch keinen lassen, wo die beiden Dudes herkamen. Ah, jetzt sind wir hier in der Halle. Nee, oder? Das? Gucken wir erstmal auf die Karte. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie wild blind rumlaufen. Also wir müssen zurück. Ich bin falsch gegangen. Oder kommen wir vielleicht? Ja, hier durch müssen wir auch kommen. Weil ich inspiziere mal lieber den Schacht hier. Ist. Ja.
Kann es sein, dass sich über uns die Tür öffnet oder was? Das ist ja hier ein halber Irrgarten. Warum betone ich das eigentlich immer so? Wo sind wir? Wird eigentlich von unserer Lampe gerade abgezogen? Okay. Okay, jetzt bin ich hier. Das heißt, ich will nicht wissen, was jetzt passiert. Das wird auf jeden Fall nicht gut enden. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ich gehe lieber erstmal speichern. Komm, speichern wir erstmal. Stand irgendwas von wegen naher Gefahr. Und ich weiß auch, welche Gefahr gemeint ist. Erstens das eben, was er eben runtergeschlanzt hat. Zweitens der Synthet, den wir eben gerade so gesehen haben. Den kenne ich nämlich noch aus den mit den ersten Gameplay-Videos, die ich damals gesehen habe. Eigentlich leiten Sie Scan Crystal. Okay. Schade, zurück kommen wir nicht. Wo ist unser Umbruch? Bis er hier hockt, da wieder. Ich habe das Gefühl, es wird immer angepisster, je länger wir den Tracker raushalten. Ich weiß ja nicht, hätten wir hier eine Option, uns zu verstecken? Der Synthet ist da. Das sind zwei.
Oh Scheiße, jetzt ist auch noch auf Zeit. Wir behalten die Kreise im Auge, sodass sie nicht vorbeiziehen. Windows-Geräusch. Weiß es nicht. Ich glaube, ich muss hier eine Epileptiker-Warnung vorsetzen, ey. So. Okay, hierdurch können wir abkürzen, das ist schon mal gut. Das ist ein Chaos hier. Ich weiß nicht, ob das was geholfen hat. Die Flares wieder aufnehmen? Nee. Da müssen wir auch nicht rein. Hey.
Okay, ich gebe der Aufnahme noch 5 Minuten. Dann muss ich aber in Sicherheit sein oder noch was machen. Ich will doch nur zum Exit. Ah, da war irgendwas mit der Ansammlung. Was ist Sensor? Nein! Nein, 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 nein! Okay, warte. Bevor wir uns das angucken, machen wir. Okay, ich verstehe, wir sollten einfach nur rennen. Tür verschlossen. Kommen wir durch den Zahnarztstuhl. Was haben wir hier? Nichts. Schrott. Lüngard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären zu einem Interview bezüglich Ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jede Stellungnahme, die Sie mir geben können. Wo muss ich denn lang? Ich erwarte Ihren Anruf. Okay. Warte. Was dann? Ah. So. Jemand eine Safe-Station irgendwie eingebaut. Das wäre nett. Warte. Bevor ich hier weiter... Ah, ne. Ich wollte nämlich sagen, bevor ich weiter hier flüchte, will ich nochmal gucken, wie meine Chance zu stehen.
Aber wir sind langsam am Arsch. Okay, ja, komm, nochmal 5 Minuten. Kann ich ja nicht ändern. Ich kann ja jetzt hier mitten in der Action nicht abbrechen. Es wird aber mein Internet sowas von killen. Ja, ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Und irgendwie scheinen die Batterien verbuggt zu sein, gerade in dem Durchgang. Denn die nutzen sich nicht ab. Ionenschneider benötigt. So. In der Falle. Treffender geht's eigentlich nicht, ne? Ja, ist eigentlich schon perfekt ausgedrückt. Ach, ich hoffe, wir kommen jetzt zu unseren Leuten dort unten raus. Mit einer Safe-Station, das wäre super geil. Sehr, sehr geil. Aber ich befürchte, so einfach wird das nicht. Der Seelen verfügt... Oh, schade. Ja, so ist das halt, ne? Immer wenn man was vorlesen will, ich meine, ich könnte das jetzt auch vorlesen, aber sobald ich es ausgesprochen habe, ist es eh weg. Seht ihr? Davon spreche ich hier. Nee, nee, nee. Jetzt haben wir doch mal den supergeilen schwarzen Bildschirm hier. Ach, Menge registriert. No shit. Oh. Nein, nein, nein. Du sollst das hier machen. Nee, Blendgranate nicht. So, wir haben ja... So viele Optionen haben wir nicht. Wir haben einen Lüftungsschacht. Ethanol. Das brauchen wir wahrscheinlich auch für den Molotow-Cocktail. Den ich nicht ausprobieren werde, denn ich habe da so eine Vermutung. Sollen wir das gegen das Ethanol einsetzen, dass es dann erst recht ausflippt. Ah, seht ihr, jetzt hat sich auch die Batterie hier normalisiert. Hier geht schon wieder der Motion Tracker an. Komponente B. Da fehlt ein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Okay, aber erstmal speichern wir. So, möchtest du? Ja, möchte ich. Alles total verrückt. Reiß dich zusammen. Sie haben ihn einfach getötet. Also beruhig dich einfach. So, aber ich glaube, bevor wir das da machen, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir eigentlich mal die Folge zu Ende bringen. Also würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet, auch ein Like da lasst, genauso wie ein Abo. Ansonsten, ja, das war's für diese Folge. Euer Draven, Cheerio!